Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind in Italien, diesmal in Mailand. Wir befinden uns hier direkt. Hinter mir befinden wir uns direkt am Bahnhof hier in Mailand. Lasst schon mal ein Like, würde mich mega freuen und mit Wind auf jeden Fall. Haut rein. Man sieht schon richtig krasse Architektur hier. Hammer. Freunde, wir sind hier in so einer kleinen Markthalle, wie auch in Barcelona. Und auf jeden Fall gibt es hier vieles Verschiedenes. Smashburger. Ganz viel Pasta. Freunde, war auf jeden Fall ein mega schöner Spot. Und wir laufen jetzt hier direkt zum Dom in Milan. Und die Sonne geht so langsam unter. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Wir sind spät angereist, aber let's go, weiter geht's. Freunde, hinter mir seht ihr schon, wir sind jetzt am Dom hier in Mailand. Freunde, was ein Ausblick, wirklich. Perfekt mit dem Sonnenuntergang, sieht auf jeden Fall richtig massiv schön aus. Auf jeden Fall, Freunde, geht ihr mega ab, mega voll und die Leute sind sehr entspannt drauf. Genau wie in Barcelona irgendwie, habe ich den Eindruck hier. Auf jeden Fall mega schön und ja, ich würde sagen, wir machen hier ein paar Fotos und steppen dann zum nächsten Spot. Let's go. Schöne Video. Okay, ich sag's euch schon mal, Freunde, mega starke Kulisse, lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen. Deshalb schneide ich euch noch mal ein paar Highlights hier raus. Ja, ich wäre gerne feiern gegangen oder sonst was, aber man ist eine Familie hier, was soll man machen? Deshalb jetzt noch mal Vollgas geben und den Tag noch mal produktiv beenden. Let's go! Halbe Dreiviertelstunde trainiert, Session beendet. Urlaub, Digga. Immerhin was gemacht. Tag nochmal produktiv beendet. Dementsprechend, Freunde. Ja, lasst schon mal ein Like da und wir sehen uns morgen früh. Frühstück ist angesagt und danach ja, auch spontan wieder durch Mailand. Bleibt am Start, wirklich, Freunde, supporten und bis später. Freunde, wir sind auf jeden Fall aufgebrochen jetzt. Tag 2. Man sieht es hier sehr, sehr schön. Ein Riesengebäude mit ganz vielen ja, Bäumen und Pflanzen und was weiß ich, ringsrum. Sieht auf jeden Fall mega cool aus, so mitten in der Stadt, fällt direkt besonders auf. Heute ist das Wetter besonders gut, Freunde. Wir haben 10 Uhr und bestimmt schon so 12, 13 Grad. Es ist auf jeden Fall im Schatten mega frisch, aber in der Sonne mega angenehm. Und ja, wir steppen hier ein bisschen durch die Stadt.
Freunde, hier sieht man auf jeden Fall auch so einen mega schönen Park, einen Teich mitten hier in der Stadt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein paar Kois drin. Sieht auf jeden Fall sehr idyllisch aus, sehr, sehr schön. Da sieht man es nochmal. Mega cool. Und hier das Gebäude. Freunde, wir sind hier in der Santa Maria delle Grazie Kirche. Eine sehr, sehr schöne Kirche. Ich kann auch leider nur flüstern, das ist einfach auf euch wirken. Ah ja, schaut mal, was wir hier gefunden haben. Einfach random so einen riesen Mittelfinger gefunden. Ja. An die Hater, an die Hater. Also Freunde, Essen war wirklich eine 8,5 von 10. Und das Timarisu. Tiramisu. War safe mit 10 von 10. Richtige Crack-Vlogs, ey. Gar keine Struktur in den Videos drin. Auf jeden Fall gehen wir jetzt schön süß Croissant essen. Bei Aroma. Let's go. Kusi, was gibst du von 1 bis 10? 9. Du, Kusi? 8,5. Du? 8. Unbedingt ins Video. Geil. Du wirst nicht drauf. Ich werde ein Video melden. Freunde, das Eis schmeckt so, so gut. Ich übertreibe nicht. Wirklich einer der besten Eise, Eis, was ich jemals im Leben gegessen habe. Schmeckt so, als würde man wirklich in Kiwi reinbeißen. Ich habe noch hier Hibiskus mit Ananas. Wirklich sehr frisch, sehr lecker. 10 von 10. Raus damit. Was? Wixers? Wixers. Das ist ein riesen Zeitsprung. Wir sind jetzt hier am Fluss. Auf jeden Fall sind links, rechts herum ganz viele Bars. Und wir checken uns auf jeden Fall ab. Sieht sehr gemütlich hier aus. Freunde, der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Hab hier ganz klassisch Aperol Spritz probiert. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ja, war ein sehr, sehr schöner, erfolgreicher Tag auf jeden Fall. Da wird noch irgendein Film gedreht. Naja, jetzt aber wirklich. Let's go. Guten. Freunde, wir befinden uns hier am Comosee. Ja, Rückfahrt hat schon begonnen. Soweit machen hier nochmal einen kurzen Abstecher. Auf jeden Fall im Sommer wahrscheinlich viel, viel schöner hier. Natürlich ist es am Regnen wie auch sonst. Naja, Freunde, wirklich. Auf jeden Fall die Schwäne und so weiter. Ist auf jeden Fall ein schöner Spot für den Sommer, denke ich. Und hier haben wir noch so eine kleine Kirche, soll es glaube ich sein. Da können wir auf jeden Fall mal reinsteppen. Und boah, wir haben so Pech heute mit dem Wetter. Naja, generell der ganze Vlog sehr chaotisch. Bin mal gespannt, wie ich das Ganze hier auf die Reihe bekomme und was ihr ja, mitnehmen könnt aus dem Vlog. Hat jetzt keinen roten Faden gehabt, wie ich es mir sonst so vorgestellt hätte. War ein bisschen chaotisch, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön, mal wieder mit der Familie was gemacht zu haben. Und hier ist sogar ein schönes Blumenbeet. Hier ist es von vorne. Hier vorne sieht man noch einen kleinen Hafen hier von Como und hinten dran eine Kathedrale. Freunde, wirklich. Hier noch mit so einem riesen Park. Ich zeige euch mal so. Ganz nach oben kann man sogar mit der Gondel hoch. Und ich glaube, die Leute, die da ganz oben wohnen, die haben einen mega Ausblick hier auf den Hafen und generell. Und Cousins. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Innenstadt. Hier haben wir ganz viele Läden, Footlocker, hier ganz viele Cafés. Warum sind alle Tappmehler? Wir sind jetzt in der Kathedrale von Como. Und auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Architektur. Aber die Details, die erspare ich euch. Kusi, was sagst du dazu? Ich bin nicht so aufs Video. So, das war's mit meinem Vlog, Freunde. Wir verabschieden uns. Na gut, Leute. Was du die Leute da lassen? Ja, ciao.
Sag du das. Liken. Abonniert, liked. Was noch? Check mal kurz ab. Genau. Hey, ciao.